Der nächste Redner kommt aus dem Europaparlament. Es ist Simone Schmidbauer von der ÖVP. Herr Präsident, geschätzte Bundesministerinnen, werte Kolleginnen und Kollegen zum Nationalrat. Herzlichen Dank, dass ich heute zur Zukunft Europas Stellung nehmen darf. Und ich möchte mal mit einem ganz klaren Bekenntnis zur Europäischen Union beginnen. Ich bin eine leidenschaftliche Europäerin, ich bin eine glühende, eine brennende Europäerin. Und auch für mich steht Europa an erster Stelle. Ganz klar, Österreich ist ein Teil davon. Ich als Mensch, als Bürgerin bin ein Teil davon. Und ich bin sehr stolz darauf, gerade in dieser Situation, in dieser Krisenzeit, in der wir uns befinden, ein Teil davon sein zu dürfen. Wir haben mit der Europäischen Union ein Geschäftsmodell geschaffen, ein Gesellschaftsmodell, das Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, nachhaltiges Wachstum, Respekt für Klima und Umwelt und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Einklang bringt. Ich glaube an ein starkes, vor allem an ein vereintes Europa. Die Bürgerinnen und Bürger haben hohe Erwartungen und das zu Recht. Und ja, in letzter Zeit wurden diese Erwartungen nicht vollends erfüllt. Aber nicht nur Europa hatte dieses Problem. Dieses Problem der Schockstarre gab es auf der ganzen Welt. Und die Umfragen, die 34%, das hat mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt. Ich war eigentlich ein klein wenig schockiert darüber. Aber ich durfte jetzt den ganzen Vormittag mit Ihnen verbringen. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir da einige Wortmeldungen von Ihnen angehört habe, dann wundert es mich nicht, sondern dann können wir uns gratulieren, dass wir 34% geschafft haben. Warum? Weil Europa bei uns beginnt, bei jedem Einzelnen von Ihnen zu Hause, als Mensch, als Bürger. Europa beginnt nicht vom nächsten Gemeindeamt, vom Landtag oder hier vor Ihnen in diesem Hohen Haus. Das muss einmal eine Einstellung sein und zu dieser Einstellung muss ich stehen. Und wenn eine Kollegin hier, ich glaube, das war der FPÖ, so quasi den Brexit als positiv erwähnt hat, die haben es geschafft, die sind jetzt frei, dann muss ich Ihnen auch eines sagen. Dieser Tag im Europaparlament war einer der emotionalsten in meinem Leben. Denn wir sind zusammengestanden, Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht nahe gekommen sind, weil wir so viele sind und in verschiedenen Ausschüssen sitzen, haben sich die Hände gereicht, haben sich umarmt und haben geweint. Ein kleiner Teil davon, da können Sie gerne lachen, das liegt in Ihren Genen und das muss man ja fast schon also wertschätzen, diese, wie Sie das durchziehen. Das war einer der traurigsten Momente für uns als Europäerinnen und Europäer. Und eines sage ich Ihnen auch, wenn Europa und wenn wir über die Zukunft von Europa reden, dann ist heute auch etwas gefallen. Ich glaube, das war die Kollegin Schwarz, die gesagt hat, es liegt auch am Miteinander des Redens. Und wissen Sie, Herr Kollege, was uns Abgeordnete im Europaparlament ausmacht? Es mag sehr, sehr schwierig sein, aber es macht auch Abgehobenheit. Das ist immer eine Frage der Sichtweise. Wir haben keine Koalition. Wir müssen uns bei jedem Thema zusammenraufen. Wir müssen uns, mit den Fraktionen auseinandersetzen. Und wir bleiben am Tisch sitzen und diskutieren so lange, bis es für Europa passt. Und es ist selbstverständlich, dass jeder von uns rote Linien überschreiten muss. Einmal tut es dem weh, einmal dem. Aber wir stehen dann auf und haben etwas für Europäerinnen und Europäer geschaffen. Und das ist der Glaube an eine Zukunft Europas. Wenn wir über die Zukunft Europas reden, dann müssen wir auch, und ich darf ja Mitglied im Landwirtschaftsausschuss sein, müssen wir auch über landwirtschaftliche Betriebe reden. Ganz klar. Sie sind systemrelevant und haben uns in dieser Zeit tagtäglich den Tisch gedeckt. Wir müssen ganz sicher ökonomischer, ökologischer, sozialer werden. Wir müssen das Ganze fordern. Aber vergessen wir eines nicht, wenn wir über die Zukunft reden, dann reden wir über den ländlichen Raum, über die Menschen. Wir reden über Klimapolitik im Hinblick auf den Green Deal. Aber bitte, wir brauchen beim Thema Klima- und Umweltpolitik Anreize, keine Verbote und agieren wir bitte auch mit Hausverstand. Lassen wir niemanden zurück. Jetzt liegt es an den Bürgerinnen und Bürgern, sich einzubringen. Hören wir zu, nehmen wir uns Zeit, schätzen wir das Gegenüber. Die Wünsche, die Sorgen, die Bedenken,
packen wir das miteinander an. Als glühende Europäerin weiß ich, dass wir gemeinsam aus dieser Krise gestärkt herauskommen können. Es liegt an uns, an unseren Aussagen, an unserer Einstellung. Wenn wir positiv an die Sache, an die Zukunft Europa herangehen, dann werden wir auch einen regen Beteiligungsprozess erleben können. Und in diesem Sinne, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, in Vielfalt geeint und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Betont Simone Schmidbauer von der ÖVP, diskutieren, bis es für Europa passt, dass er Usus im Europaparlament, erzählt sie.